Moin, moin und ja, willkommen zurück zu MechWarrior. Untertitel ist mir gerade entfallen. Aber guckt mal, hier ist ein Bonsai. Bonsai! Ja! Ihr habt es gemerkt, ich habe zwar dieses Jahr eine Folge rausgebracht, ich glaube vor ein, zwei Wochen. Oh, Schande über mich selbst. Das war aber noch aus der Zeit vor dem Kind. Ja, und das ist jetzt, ich glaube, die erste Folge, die ich dieses Jahr quasi aufnehme. Ich weiß nicht, wie groß das Interesse bei euch noch ist. Und ich überlege auch, ich habe jetzt Wolzen angefangen. Das ist halt so ein, ja, Hack-and-Slash-Spiel, so Diablo-mäßig. Ob ich das vielleicht als Let's Play weiter rausbringe? Ich bin mir da unsicher. Ich überlege noch. Ich überlege noch. Aber ich kann nicht so viel auf einmal zocken. Dafür fehlt mir einfach die Zeit. Und ich habe mittlerweile auch Red Dead Redemption habe ich auch noch rumliegen, Teil 2. Habe ich auch nur 4-5 Stunden gespielt und seitdem gar nicht mehr. Habe ich mir noch zu Weihnachten gekauft. Hätte ich nicht machen sollen. Und dann hat die... Das Schlimmste ist, nicht nur das Kind ist da, was viel Zeit braucht. Das Nächste ist auch, ich habe wieder angefangen mit Escape from Tarkov. Es macht so süchtig, dieses Scheißspiel. Es ist so gut. Also mir gefällt es sehr gut, aber damit ich davon Let's Plays mache, spiele ich einfach zu schlecht. Da seht ihr mich ja nur am abkrepeln. Aber wie gesagt, mir macht's Laune. Es ist jedes Mal, jede Runde neu spannend, weil du gehst in ein neues Gebiet rein quasi und kannst da mit einem Kopfschuss quasi erschossen werden oder du bist so gut und killst mal jemand und kannst da mit Loot rauskommen. Ist halt immer so eine Sache. Es ist noch, ich sag mal, PUBG nur härter. Aber egal. Wir spielen BattleTech. Oder nee, MechWarrior BattleTech. Ja. Habe ich jetzt wegen das da. Naja, gut. Wir müssen immer noch unseren Ruf steigern, was ziemlich ätzend ist. So, Sternkarte. Weil wir sind ja damals hier, oder ich bin da hingeflogen quasi, damit ich mich ein bisschen reparieren kann. So, da haben wir einen Überfallauftrag, Zerstörungsauftrag. Ich weiß nicht mehr, ob wir da schon mal waren, geguckt haben. Weil das sind ja die Kriegsgebiete. Hier hinten ist einfach gar nichts. Wir agieren nur in den Kriegsgebieten. Ja, dann würde ich sagen, hierher. Oh, komm mal nicht. Warum das nicht? Zu weit weg, oder was? Hä? Geht doch. Boah, 50.000, ey. Nur zum Reisen. Treibstoff ist teuer. Wobei ich das cool finde, ja, ich habe es ja gerade wieder gesehen, dass die quasi alleine das Schiff, was wir haben, nicht springen kann, sondern dass wir im Verbund mit irgendwie, ja, Transporter-System da rumfliegen. Zwei verfügbare Aufträge, gucken wir uns mal an. Waren wir nicht mit denen im Konflikt oder haben wir für die gekämpft? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh doch, wir sind befreundet. Ah, die genau, diese Drachen... Drachen sei schon hier, diese... Ja, mit so einem asiatischen Drachen. Das waren ja die Bösen. Mit denen sind wir befreundet, das ist sehr gut. So, dann haben wir auch 6 Verhandlungspunkte, natürlich. Ah, Schrottanteil, es ist nur einer, das wird nicht viel sein. Es wird jetzt auch nicht so eine geile Map werden, aber... Ja. Brauchen Geld. Es ist halt so. Von nichts kommt nichts. So, das ist meine Aufstellung. Habe ich nicht noch einen anderen Mac? Das ist, komm, nimm mal so, wie sie sind. Ich muss erstmal selber wieder reinfinden. Bereit. Ja, ja, dann kann ich mich da wieder über aufregen. Wird geladen. Am Arsch lädt er langsam. Meine Fresse. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass mein Rechner nicht mehr so der schnellste ist. Ich weiß, dass bei meinem Rechner der CPU schwach ist. Vielleicht sollte ich mal anfangen mit Twitch. Dass man mir Geld spenden kann oder ein CPU. Wohl gerade habe ich einen Intel drin. Ich glaube, denn der nächste CPU wird ein AMD. Das heißt, das Motherboard kannst du auch gleich wieder erneuern. Naja. Aber ich glaube, ich baue mir eher einen neuen Rechner, als ich mir die PlayStation 5 kaufe.
die wahrscheinlich auch noch dieses oder nächstes Jahr rauskommt. Ja, ich habe gemerkt, ich bin zu alt für Konsolen. Also ich habe nicht mehr die Geduld dafür. Die Spiele, die mich interessieren, kommen hauptsächlich immer auf dem PC raus. Und wenn es Spiele gibt, die mich interessieren, also The Last of Us 2, da habe ich mega Bock drauf. Ich habe auch keine PlayStation Pro, nur die normale PlayStation 4. Ja, mal gucken, ob das da auf dieser Kiste überhaupt noch läuft. Wenn nicht, dann habe ich Pech. Weil extra dafür eine PlayStation 5 werde ich mir nicht kaufen. Dann muss ich selbst mal ein Let's Play gucken bei irgendwem, der nicht so nervig ist. Also ich weiß nicht, Saraza könnte ich mir gar nicht angucken. Ich habe mal irgendwas von denen geguckt, DayZ war es, glaube ich, damals. Er wurde die ganze Zeit erschossen und die anderen seine Leute, drei, vier Leute, die mit ihm gekämpft haben, die hatten es drauf. Er hat die ganze Zeit nur gelabert und ja, nichts gerissen. Oh, schön, dunkel. Reactor online. Yes. Sensors online. Yes. Weapons online. Ah. All yeah. Systems nominal. Ich liebe es. Enemy forces have a series of warehouses in the area that our employer wants destroyed. Move to the marked out points and take them out. There is a high amount of hostile activity in the area, Commander. Oh. Don't stick around any longer than you have to. Scheiße, wir machen das mit dem Ziel nochmal. Ah, kacke. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie konnte ich doch was zielen, verdammt. Erstmal zu mir, Jungs. Mir folgen. Oh, da hinten ist was. Wie kann ich nochmal zielen? Also was zoomen, ja, das weiß ich noch. Aber, also dass ich ein Ziel markiere, das interessiert mich nochmal. Oh, da kam eine Antwort. Enemy eliminated. Am besten immer ein bisschen so schräg gehen, weil wir haben ja... Der linke Arm ist ja so ein Schutzschildarm. Hm, Feuer von hinten oder was? Oh ja. Aber jetzt auch von rechts. Feige Schweine. Boah. Kann ich auf Pause machen? Ganz kurz. Ich komme gerade nicht drauf. Ich habe hier schon einige Tasten gedrückt. Sprungdrüsen ist klar, freier Blick interessiert mich nicht, Gas geben interessiert mich nicht. Waffen abfeuern, bin ich beschoben? Ziel, Zoom, Feind anvisieren, R. Oh. Nächsten Feind, T. Vorherigen, oh, das ist ja... Also Heinrich, da hätte man echt drauf kommen können, oder? I got it. Gut, zerstört. Target destroyed. Was ist denn da hinten noch, was ich nicht treffe? Ups. Ich baller einfach. Ach, sind die Geschütztürme. Enemy eliminated. Oh. Oh. Target acquired. Den habe ich gar nicht gesehen. Feindlicher Mech. Zu mir, geh zu attackieren. Mach den fertig. Was hat denn der? Firestarter. It's me Firestarter, you make me Firestarter oder so. Du.
Alter, Flamer? Gib dir mal erstmal einen Headshot, du kleiner Wichser. Kleiner Wichser! So ein kleiner Sack, du. Schön auf dem Schädel. Oh, jetzt pimmelt er. Jetzt pinkelt er mich an hier mit seinem Feuerflammen da. Oh! Der geht hoch. Das ist eine nette Explosion. Ich hätte aber gedacht, dass sie ein bisschen größer ausfällt. Okay. Kommt mal wieder zu mir, ein bisschen sammeln. Haben wir, glaube ich, schon mal auf diese Landschaft gespielt? Ich weiß nicht, sieht auf jeden Fall cool aus. Mit dem Gestein gefällt mir. Was hast du denn hier, Junge, im Hintergrund? So. Ziele voraus. Gibt doch bestimmt wieder ein paar Türme, ja. Oh. Was sind das für Dinger? Da komme ich ja nicht durch. Oder sagen. Gucken wir hier mal rein, ne? Okay. Ja, ich glaube, jetzt müssen wir mal schnell weg. So. Rückzug. Ja. Gut gemacht. Okay, wo müssen wir hin? Richtung geht da lang, genau. Kommt ihr, Schnuckis? Los zu mir, Jungs und Mädels. Nein! Falscher Pfeil! Verdammt! Peinlich! Das ist die Richtung meines... Oh! Das ist ein Anfängerfehler. Das ist mir, weiß ich noch, in Folge 1 oder 2 auch passiert. Ah, oh, ich habe auf diesen Pfeil oben links geachtet hier. Das ist die Ausrichtung meines Macs. Auf den habe ich gerade... Ich dachte, der zeigt mir gerade, wo ich hinlaufen muss. Nein, Heinrich, zeigt er nicht. Das sehe ich am Kompass, wo ich hin muss. Mensch, Heinrich. Oh! Ich hoffe, ihr habt euch alle nicht vor dem Kopf geschlagen. Tut mir leid. Ich hoffe, es hat nicht so dolle wehgetan. Aber es sieht so aus, als ob wir das bisher gut überstanden haben. Na klar, habe ich wieder den größten Schaden, weil ich natürlich nicht spielen kann. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Oh, Ziel voraus. Dass die auch manchmal so kurz kommen. Vielleicht sollte ich echt immer mal so einen kleinen Mac vorne wegschicken. Ah, da kommen sie schon. Ja, das ging schnell. Das war ein schneller Einsatz. Irgendwas kaputt machen, das kriege ich hin. Schlimm wäre es, wenn wir alles heile lassen müssten. Und nur die gegnerischen Panzer und Macs zerstören dürften. Aber... Müsst ihr euch vorstellen, es ist ein Wohngebiet und die Leute, die da wohnen, sind gut. Da würde ich voll verkacken. Ich glaube, da würde ich ganz viel Zivilisten killen. Gerade hier mit den Raketenwerfer. Einmal verschossen, dann ist ein Hochhaus weg.
1000 Leute gestorben. Zack, weg. Oh, sorry. Kann mal vorkommen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob die noch irgendwelche Updates die letzten Monate rausgebracht haben. Müsste ich auch nochmal gucken. Ja, Auszahlung, Ruf, ey, 40 Ruf. Wuhu! Dafür müssen Berufssoldat machen, ne? Das ist nicht viel, 40. So, wir könnten den Mac nehmen. Nein, können wir nicht, weil wir haben zu wenig Anteile. Fuck you. Ja, man darf hier nochmal träumen. Ich habe keinen Bock eigentlich für den Mac Geld auszugeben. Ich würde hier lieber... Ich weiß noch, einer hat immer... Nehmen wir nochmal... Nee. Das nehmen wir nochmal weg. Ich weiß, einer hat immer M-Laser und KSR-2, glaube ich, kaputt. Sind bei dem immer kaputt gegangen. Ich weiß gerade nicht, welcher Mac das war. Außenweltallianz. Ja gut, die mögen uns jetzt nicht. Pff, ich mag die auch nicht. So, aber vom Schaden her geht es. Gesamtschaden ist locker abgedeckt. Wir sind ein Plus, das ist wichtig. Haben sogar ein bisschen Erfahrungspunkte gekriegt. Aber einen Aufstieg haben wir nicht, ne? Okay. Naja, er hat ja schon hier auf Maximum. Aber wie gesagt, wenn wir Geld haben, können wir ein bisschen wählerischer sein mit den Piloten. 12 Tage vergangen. Wie, schon alles repariert oder was? Natürlich nicht. Ah, den hatte ich. Hatte ich keine Waffen für, ne? Was war mit dir? Boah, du hast echt nur diese eine Kanone. Irgendwas hat mir dann hier nicht gepasst. Also erstmal, ja, siehst du scheiße aus. Also ich finde diese Kanzel... So, wenn die auf dem Schiff ist oder auf dem Raumschiff, so, ne? Dann können wir leben. Aber auf dem Mac? Ja gut, er hat eine Rundumsicht. Ist auch kein Aussicht-Mac, ne? Bestimmt ein Speer. Aber, egal. Reparieren kostet viel Geld. Ja, Start. 3 Tage, machen wir. So, kann ich nicht mehrere gleichzeitig machen? Nein, leider nicht. Dann würde ich sagen, reparieren wir hier. Und... Ja, schließe Aufträge ab, um deine Kompanie zu erweitern. Das haben wir letztes Mal schon häufig gemacht. So, warten wir mal 4 Tage. So, oh, 7 Tage. 7 Tage Eierschaukeln. Oh, das ist toll. Ein Kampfeinsatz, ein Arbeitstag. Ja gut, vielleicht hilft mir noch so ein bisschen nebenbei, die Max zu reparieren. Aber wenn ich überlege, ich bin Pilot vom Low-Cost, repariere 2 Tage so den Low-Cost, oh, 3 Arbeitstage und dann habe ich 4 Tage frei, oh, bis der Centurion fertig ist. Das ist schön. Hätte ich auch gern. Ja, ich will warten, warten, warten. So, steigere deinen Ruf. Ja, die sind dabei. Los ansehen. Oh. Steige deinen Ruf auf Stufe 5. Oh. So. Das wird jetzt ein bisschen kniffliger. Dauer 16 Tage. Missionstyp Zerstörung. Außenweltallianz. Tageszeit nachts. Okay. Leider können wir hier wieder wenig Schrottanteile machen. Finde ich doof. Ich hätte mehr Schrottanteile. Klar kriegen wir dadurch jetzt ganz viel Geld, aber... Ja... So ein Mac wäre schon noch was Tolles. Ein größerer, mittlerer. Der wäre toll. So, dann würde ich sagen, bleiben wir in der Aufstellung und... ja, ziehen mal weiter. Bereit, ich bin bereit. Mission wird geladen. Warten Sie nur 50 Minuten. Wobei ich das immer noch krass fände, wenn du überlegst, maximal 145 Tonnen, die da bewegt werden, ja? Du
Du hast da ein Schiff quasi, was schon viele Tonnen wiegen muss. Also dann noch diese unsere Max quasi, Ersatzteile, Munition. Boah. Und das Shuttle, was uns da runterbringt, ist ja nicht so wie bei Star Trek, ein Shuttle, wo 6 Menschen reinpassen. Nee, da müssen ja 145 Tonnen rein. Ich find's irgendwie krass. Nicht mal bei den Space Marines gibt's so große... Also die haben schon Thunderhawks, also wo sie Panzer und so mit runterbringen. Aber ich glaube, größere Kampfroboter werden da nicht in eins runtergebracht. Wenn ihr es besser wisst, schreibt es in die Kommentare. The nav point marked on your tactical display is the objective. We have been contracted to render the whole facility uninhabitable. I'll monitor your progress from the dropship and report when our employer is satisfied with the work. Ich habe nicht aufgepasst. Erreiche die Zielgarnison am markierten Kontrollpunkt. Okay. Target acquired. Und wir werden auch schon empfangen. Ich treffe hier einfach nicht. Nein, nicht zurückziehen. Feuer frei, wollte ich sagen. Oh, doch, zurückziehen. Geh kacken. Nein, keine Zeit zu telefonieren. Fuck, werden wir gefickt hier. Habe ich die jetzt? Kämpft ihr auch, Jungs? Ich glaube, die kämpfen nicht gerade, oder? Sind die alle tot oder was ist hier los? Oh, mein Körper. Wo sind sie denn alle? Mei. Bin ja schon fast im Arsch. Treff den nicht. Target destroyed. Target acquired. Scheißwaffensysteme kommen einfach rausgefahren. Target destroyed. So. Ah, mach das nicht kaputt, du Horst. Da reißt einer alles mit dem Arsch ab, was andere Leute aufgebaut haben. Ich hab irgendwie, ich hätte es... irgendwie kämpfen die nicht selbstständig, oder?
Da kommen schon die nächsten Feinde. Ah. Sackgesicht. Target acquired. Oh. Scheiße, Arm in Arsch. Target destroyed. Target acquired. Ja, jetzt geht's hier ab, jetzt geht's hier ab. Wo ist das Arschloch hin? Also ich sehe am beschissensten aus, ja. Nein, das da. Los, den Mech da töten. Der ist mir ein bisschen zu schnell und der geht mir auf den Pisser und... Ah. Hallo. Jungs und Mädchen, zerstört den. Oh, mein Arm ist im Arsch. Ich glaube, die reagieren irgendwie nicht drauf. Incoming missile. Die stehen hier wie Lackeier. Alter, das gibt's nicht. Scheiß Kurzbefehle. So, was haben wir denn da gemacht? Ziel attackieren. 7, reagieren sie nicht drauf. Weil F1 und F2 kann ich nicht nutzen. Weil das ist Aufnahme starten, Aufnahme beenden. Zu mir, gehe zu Ort. Ich habe jetzt vorhin auf die 0 gedrückt. Genau. Das ist zwischen Nichtschießen und Feuerfrei wechseln. Reagiert nicht drauf. Das ist natürlich super. Ich weiß nicht, wenn ich F4 drücke, ob ich dann streame oder sowas. Hatte ich auch mal eingestellt. Oder Stream beende. Ich bin mir da nicht sicher. Weil das zerlegt uns gerade alles. Ja, bewegen brauche ich auch nicht mehr. Das hat sich ausbewegt. Incoming Missile. Incoming deine Mutter, du kleines Arschloch. Wir müssen drehen. Und der Panzer macht auch mal schwer. Ja, ich glaube, wir springen gleich in die Luft hier vor Freude. Wir springen in die Luft. Die machen nichts. Ja, ich hätte dann nicht auf die, aufs Klicken sollen. Ah ne, das war was anderes. Schön. Hallo, Kollegen. Ja, ich glaube, ich gehe mal auf Mission neu starten. Super, das Ding wäre normalerweise gegessen. Sowas ärgert mich. Das ist Teil eigenes Versagen, ja, weil ich auf die 0 gedrückt habe oder den Befehl gegeben habe zum Nichtschießen. Ich wollte es halt testen, aber zu Feuerfrei kam es irgendwie nicht mehr. Davor die Runde hat es funktioniert, da habe ich immer gesagt, hier habe ich quasi ein Ziel ausvisiert, habe dann auf die 7 gedrückt, dann haben die zusammen mit dem Ziel auf das Ziel attackiert. Das mache ich immer gerne bei Max. Bei kleinen Panzern ist mir jetzt egal, da sollen sie Feuer frei machen und wild drauf losschießen auf Helikopter, Panzerchen, ist mir Wumpe. So. The nav point marked on your tactical display is the objective. We have been contracted to jetzt machen wir was ganz anderes. Gehe zu. Machen die das? And report when our employer is satisfied with the work.
F3 Standort gehen ist das. Habe ich aber nicht F3 gemacht. Muss ich da was anderes noch markieren oder so? New target acquired. Ah. Ab nach, Junge. Target destroyed. Oh, fast geklappt. Target acquired. Incoming missile. Jetzt sollten wir uns bewegen. Oh, dreckiger Panzer. Target acquired. Enemy eliminated. Ja, das ist doch schon besser. Target destroyed. Okay, da hat schon einer den Battlemech entdeckt. Wenn ich ihn sehe, schicke ich alle Leute drauf. Okay, kümmern wir uns erstmal um die scheiß Helikopter. Target destroyed. Okay, jetzt kommen wir von hinten auch noch. Verstärkung. Ah, guck an. Den wollen wir haben. Arschkriecher von hinten. So, was haben wir hier noch? Wenn der vor mir schon rumläuft. Gut, haben wir. So wird das doch was. So wird das was. Ach, Arschkriecher. Target destroyed. So, immer noch was hinter mir, vor mir, links, rechts, geradeaus. Überall sind Ziele. Jetzt haben wir natürlich schon ein bisschen die Basis zerschreddert. Ist mir aber jetzt gerade Wumpe. So, jetzt bewegen wir uns mal zusammen zu mir. Jetzt machen wir hier in Ruhe alles platt. Easy peasy, hoffentlich. Alter, geh doch mal verrecken, du. Scheißhaus. Oh, da rennt jemand durch die Basis. Hey! Das war doch ein Beschuss von hinten, oder nicht? Boah, die rennen da durch. Ich hab doch gesagt, zu mir, Jungs. Vielleicht ist das auch falsch übersetzt. Ich habe keine Ahnung, dass die irgendwo anders hingehen. Target destroyed. Target down. You've managed to demolish about half of the target's buildings. Crack on, Commander. Auf geht's, Commander. Ich glaube, das war nicht das Ziel, oder? Ah, ist ein Ziel. Kampfläufer oder sowas. Irgendein Mech. Ja. Zwei? Zerschrupp die! Destroyed.
Target acquired. Nimm mal den weiter hier. Alter, wer nervt da mit dem Smartphone, Alter? Schmeiß es gleich um die Ecke. So. Nächster Arschkrieche. Feuer frei. Renn ihn eigentlich, kann ich doch bestimmt drüber ihn laufen, oder? Tango down. So. Haben wir es jetzt hier langsam. Ah, scheiße, ich muss ehrlich die Basis zerstören. Ich hab's jetzt das gelesen. Shame! Heute ist Zahltag, genau. You did it, Commander. This whole place has been flattened. Now, let's get out of here before more trouble arrives. Head to the evac zone. My kill. Wärme kritisch, ja. So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wir lassen uns jetzt nicht auf den Kampf ein, haben wir keine Zeit für. Ah, ich muss mein Tor so mehr drehen. Ich weiß nicht, wer ihr seid, Freund und Feind. Okay. Okay. Zu mir bewegen, Jungs. Ah, fuck you. Target acquired. Key critical. Ich zerramm den gleich, du kleines Dreckscheißvieh. Ich hasse diese kleinen flinken Wichser. So, Rückzug, Rückzug, Rückzug. Ich humpel schon. Ein Arm ist weg. Aber ihr seht oben, die KI spielt besser als ich irgendwie. Ich bin zur Hälfte in kaputt und ja, die anderen leicht angekratzt. Wir sehen, die KI spielt einfach deutlich besser als ich. Aber ich bin halt auch ein größeres Ziel, ne? Das muss man auch so sehen. Ich bin ja auch da, um einzustecken, damit die Kleineren da flankieren können und zerstören können. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Und ich hoffe, dass es endlich jetzt mal reicht mit der Mission hier. Dass wir Stufe 5 und mal in der Kampagne weiterkommen. Ach, da kommen noch mehr Feinde. Ach komm, scheiß drauf. So. Jetzt bin ich gespannt. Vier kleine Max haben wir ausgeschaltet. So viel haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Ah, diese kleinen mit ihren kleinen Mini-Lasern und Maschinengewehre. Schön immer auf meine Beine. Und immer einen Kreis rennen, damit sie mich ja zersäbeln. Arschkrieche. Ah. Ist natürlich frech. Und, oh nein. Immer noch keine Stufe 5. Das gibt es nicht. Die ersten Stufen sind wir quasi. Das ist. Sind wir durch. So.
Ich brauche mehr Schrotteinteile. Ich weiß auch nicht, ob der Mac gut ist, der kleine da. Aber den hätte man wieder verkaufen können. Aber naja. So, hier mal ein Laser, der kostet 200.000. Ich glaube, irgendwo konnte man die ja verkaufen. Man kriegt natürlich keine 200.000 dafür, aber... Naja. KSR-Munition. Halbe Maschinengewehr-Munition. Nehmen wir die mal mit, dann nehmen wir hier ein bisschen ein Laserchen. Und dann war es das schon. Fast 1 Million haben wir eingenommen dadurch. Natürlich müssen wir 200 ausgeben. Ein Centurion war ein bisschen teuer. Na gut, ist halt so. Oh, der hat ein bisschen Speed zugenommen. Ist auch Speed hier, oder nicht? Erhöhte Chance, feindlichen Beschuss auszuweichen. Nein, ist es nicht. Aber gut, dann kann er ausweichen. Aber er kann nur bis Stufe 4 maximal, er bis 8. Mit seinem hässlichen Jenner. Obwohl, ich finde den Jenner hübscher als das andere mit der Kuppel, ja. Die kann Flammenwerfer Stufe 3, er könnte 6, er könnte einen Flamer nehmen. Flamer ist wahrscheinlich der Sinn des, dass du das, den gegnerischen Mech erhitzt, so dass er nicht mehr schießen kann. Das heißt, er wäre zum Stören da. Hm? Hohe Beweglichkeit, flambieren, Waffen auf kurze Distanz geben. Klingt nach einem Plan. Ah, zurzeit kämpfen wir nur gegen Leichte, also gerade ist es eher uninteressant, aber da kannst du ja gerne leveln. Hat er einen Flamer oder was ist, oder ist das was anderes hier? Okay, ist doch wieder was ganz anderes. Ich sollte erst mir durchlesen, wofür das Symbol steht und dann das erzählen. So, 16. Januar, ja, schön. War bestimmt wieder Zahltag. Nein, du stehst auch den ganzen Tag hier, ne? Ich gehe mal hier zu dem Wächter. Hast du Text? Nein? Hast du dasselbe Gesicht wie der Typ, bloß mit Helm? Breite Augenbrauen. Gerade breite Nase. Breite Augenbrauen. Braune Augen. Nee, du hast andere Augenbrauen, aber die Nase könnte passen. Oder? Ich weiß es nicht. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass wir die Max reparieren müssen. Das geht wieder gut ins Geld, weil wir im kritischen Bereich wieder sind. Da geht das Geld wieder flöten. Und tschüss. Naja, wir können auch von hier in der Sternkarte 4 Millionen. Das müssen wir uns mal merken, wenn wir irgendwie reparieren oder so. Ich weiß nicht, ob ich da mal war. So, wir haben auch nicht mehr so viele Missionen. Das ist hier Verteidigungsauftrag. Das Dumme ist, sehen wir gleich von hier Anfang an, von wem das ist? Nee, ne? Information. Ja, gut. Oh, doch. Spähbericht gibt es da. Was wir als Piraten da, was hier vorbeikommen kann. Boah, der Blackjack, der hat so zwei, diese zwei Kanonen. Ich glaube, die waren gut. Panther. Firestarter. Muss ich gleich Supportage hören. Na gut, das könnte eine Mission von den Kollegen sein. Guilay oder wie man das auch aussprechen mag. Aber verteidigen ist nicht so meins. Was haben wir hier? Information. Diese Fraktionen bieten in diesem System Söldneraufträge an. Ja, nö. Das macht für mich keinen Sinn, weil wir sind bei denen schon feindlich und wir kriegen dadurch ganz wenig Punkte. Weiß ich nicht. Zerstörung, Information. Dasselbe. Also hier sehen wir, von wem die Mission ist. Gut, das sind Missionen, die ich nicht brauche und nicht möchte. Geh da mal weg mit deinem Interface da. Was haben wir hier? Ist natürlich arschweit weg. Kostet viel Geld, um dahin zu fliegen. Da gibt es zwei Kriegsaufträge.
Und das sind unsere Freunde. Hier. Nur einer. Und verteidigen. Ich würde eher tendieren, dass wir hier hinfliegen. Kostet mehr Geld, aber da haben wir zwei Missionen, wenn ich das so sehe. Ja, Kriegsgebiet 2 Mission. Ja, gib Gas, Junge. Muss ich jetzt auch am Start. Können wir jetzt nicht schon losfliegen? Kann man nicht unterwegs reparieren? Das ging doch, oder? Ich konnte doch sagen. Ihr Ziel. Reisen. Bist du sicher, dass du das System Brokeland verlassen willst? Ja, will ich. Kurs setzen. Gut. Oh, da hakt's. Eieieiei. Aber die Animation haben wir auch schon tausendmal gesehen. Ist auch nur so eine Animation, die quasi uns vorgaukelt, dass wir das Tolle sehen, weil er lädt ja die ganze Zeit. So. Die Mission gucke ich mir jetzt gar nicht an. Haben wieder Geld verloren, allein durch die Reise. Komm, gucken wir uns die Mission nochmal kurz an. Was erwartet uns das nächste Mal? Die Schwierigkeiten steigen auf jeden Fall. 11 und 13. Und dafür gibt es aber auch nicht so viel Geld. 250.000. Wie viele Punkte kriegen wir dafür? 7 immer noch. Ich bin mal froh, wenn wir langsam das System verlassen. Schrottanteile. Oh, hier können wir Schrottanteile 4 machen und hier nur 2. Das wird schön hier. Das wird schön. Ja, aber das machen wir nächstes Mal. Ja, wann die Folgen kommen. Ich kann, wie gesagt, nicht sagen, planmäßig. Ich sage jetzt, Donnerstag und Dienstag kommen die Folgen. Ich versuche es jetzt häufiger zu machen. Oder ich habe ja auch gesagt, dass ich mich entscheiden will, ob ich Wolzen weiter Let's Play-Videos mache oder MechWarrior. Ihr könnt das natürlich unterstützen, wenn ihr sagt, ihr wollt mehr MechWarrior sehen, dann lasst mir hier ein Like einfach da oder einen Kommentar. Wenn ihr Wolzen sehen wollt, lasst mir da einen Kommentar da. Ne? Ich gebe mir noch mal ein, zwei Tage Bedenkzeit und ja. Ansonsten wünsche ich euch trotzdem noch einen schönen Tag bei dem, was ihr tut. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.